So, da Kiste. Hep. Feder. Und hier hinten. Das war der Palast von gerade eben. Hier gibt es so einen Geheimeingang, dass ich überhaupt nicht den ganzen Scheiß hätte machen müssen. Na, ich suche da gar nicht nach. Wird mich nur frustrieren. So, da waren wir wahrscheinlich auch schon. Autsch. Okay, was haben wir denn hier? Noch ein paar Verkaufsstände. Hab. Obwohl, der Brunnen, der interessiert mich vorher noch. Und hoch da. Und da scheint es tatsächlich reinzugehen. Ist auch gar nicht auffällig, hinter all den Menschen einfach mal in so einen Brunnen zu klettern. Okay, da ist Wasser. Platsch! Ah, ne, ein Heuhaufen, meine ich natürlich. Okay. Hier könnte man ein bisschen Brot essen. Da sitzt wahrscheinlich dann die Wache normalerweise. Die haben aber gerade Ferien. Und deswegen sind die gerade nicht da, die Templerwachen. Platsch! Ja, so macht man das. Ja, ihr habt es schon richtig gesehen. Ich wollte mich nämlich mal waschen. Ich war nämlich total verschwitzt nach diesem ganzen Tempelgehüpfe da. Oder Palastgehüpfe, wie auch immer. Palastgehüpfe klingt doch schön. Und das wird jetzt Katakombengehüpfe, oder wie? Okay, ich muss gerade springen. Hä? Fragezeichen? Ich muss vielleicht einen krassen Wallrun hinlegen. 1, 2, 3, 4. Das sollte aber passen von der Länge her. Ja, ich wollte es gerade sagen. So. Und jetzt rüber da. So, hier geht es leider nicht weiter. Geheimer Raum. So, ich würde übrigens allen Menschen, die bei Spielen leicht aggressiv werden, diese Karte definitiv nicht ans Herz legen. Sollte euch aber auch aufgefallen sein gerade eben. So. Runter da, würde ich sagen. Okay, da muss man sich wahrscheinlich beeilen. Und man sollte das Sprinten dafür hinkriegen. Nur waschen. Nur kurz waschen. Ich bin nicht runtergefallen. Okay, man sollte das Sprinten wahrscheinlich nicht hinkriegen, weil sonst springt man viel zu weit. Fast. Aber fast. Nah dran, nah dran. Obwohl ich ja schlechte Erfahrungen mit nah dran habe. Aber das muss so gehen, oder? Na, so nicht, aber. Kann ich vielleicht unter Umständen, wenn ich da. Nee, die sind zu hoch, als dass ich da drüber springen könnte. Oder aber ich tauche einfach direkt hier rüber. Was haben wir denn da? Ah, das geht wahrscheinlich dann runter am Ende. Immer der Letzte. Weil ich mich da drehen muss. Da hätte er den Repeater ruhig einen langsamer einstellen können. Der Gutste. Wenn der Scumbag da überhaupt einen Repeater benutzt hat, wahrscheinlich ist er einfach direkt. Pschuh. So, so sieht's nämlich aus. Na, nee, oder? Das war wohl nix.
Was sind das denn aber für Dinger? Ah, Schalter sind das. So. Warum kann ich da eigentlich nicht direkt dran hochklettern? Ach so, weil dann halber nur drunter ist. So, Schalter. Seht auch was? Scheinbar nicht. Nee, muss ich jetzt den ganzen wieder? Oder hat das jetzt. Ah, das hat vielleicht die. Hat das die Dinger da ausgemacht? Das wäre natürlich sagenhaft. Nein, hat's nicht. Wäre ja noch schöner. Nee, nee, mein Freund, so leicht machen wir es hier nicht. Das heißt, ich muss immer wieder. Sowas meine ich. Das ist unnötig, dass ich immer wieder den gesamten Weg gehen muss, wenn ich einmal scheitere. Sowas gehört sich einfach nicht. Ach, ich kann doch einfach hierher schwimmen. Okay, gut, ja, das geht ja. Dann ist akzeptiert. Ja, okay. So. Zack, nächster Schalter. Und ins Wasser. Warum ist denn hier Strömung drin? Das gefällt mir nicht. Oh, jetzt kommt noch so ein super Ding. Da hat er sich mal aber was Tolles ausgedacht und dann muss das gleich überall hinbauen. Ja, okay, es sind ja nur ein paar. Ja, da sind die Teile außen und da sind die Teile innen. Ach, da sind das da hinten wahrscheinlich Sticky Pistons. So, jetzt hoch da. Ja, da ist überhaupt nichts passiert. Wieso droppt das da die Druckplatte? Huch. Jetzt habe ich eine Druckplatte. Ich bin mal nicht so freundlich, sie wieder zurückzusetzen. Wieso droppt das die Druckplatte, bitteschön? Schon wieder? Irgendwas stimmt da nicht. Ich meine, ich werde mich nicht beschweren, ne? So einer bin ich ja dann auch nicht. Schon wieder. Na gut, habe ich drei Druckplatten. Druckplatten umsonst nimmt doch jeder gern, oder? Und dann schaffe ich die einfachen Sprungaufgaben nicht. Jetzt ist der schwere Teil schon, hat sich selber zerstört hier und dann schaffe ich den einfachen Teil nicht mal. Kann man über die Entfernung? Nee, kann man ohne Sprinten nicht, oder? Ich bin gerade echt so blöd. Kann ich meine Leiter hochklettern? Kein Wunder, dass ich das Zeug da vorhin nicht geschafft habe. Oder nur. Schwer. Also da muss man wirklich sprinten. Da muss ich da hinten auch sprinten, aber durch Sprinten bin ich doch viel zu schnell. Dann springe ich doch zu weit. Ist auch irgendwie sinnlos. Wenn man nicht sprintet, kann man nur einen Block weit springen. Und wenn man sprintet, kann man vier Blöcke weit springen. Was ist, wenn ich nur drei Blöcke weit springen will? Muss ich rechtzeitig W loslassen, aber das erfordert ja dann schon wieder Skill und den habe ich doch nicht. So, und jetzt auf zum letzten Gefecht. Platsch. Ich sehe gerade nicht, wo jetzt gleich die Schwierigkeit liegen soll, aber da bei mir die Schwierigkeit schon dabei liegt, von einem Block zum anderen zu springen, wäre ich auch ganz froh, wenn das hier schnell beendet wäre. Aber wie ich den Autor dieser Map kenne, kommt dann wahrscheinlich, weiß ich nicht, kommt auf einmal der ganze Stein entgegen oder so. Die ganze Wand erdrückt einen dann. Ja. Ah, ich muss darüber, da liegt die Schwierigkeit. Okay. Bin ja schon ruhig. Bin ja schon ruhig. Hm.
Hüpf, hüpf, runter. Wieso hüpft er immer nochmal? Ich lasse Leertaste immer relativ schnell wieder los. So. Und jetzt da an die Wand nehme ich mal an. Und darüber. Okay. Dankeschön. Wetten, der letzte Schalter alleine jetzt getan? Wetten? Nee, wahrscheinlich nicht. So blöd ist der Kerl wahrscheinlich auch wieder nicht. Oder er wollte einfach nur, dass man sich ärgert, wenn man es rausfindet. So, hellgrüne Wolle. Wunderschön. Haben wir sogar was erreicht. Ausnahmsweise. Oh, und es pisst draußen. Super, jetzt sind die Dächer wieder rutschig. Huch, was sind wir denn hier? Okay, dann gehen wir mal darüber zur grauen Wolle. Hepf darüber. Und zack. Und da drauf nehme ich mal an. Ich bin zu blöd dazu. Wo ist denn die graue? Auf dem Turm da. Gehen wir einfach durch den Eingang, würde ich sagen, oder? Nee, der wird vom Schwein bewacht. Verdammt. Nee, hier ist eigentlich gar nichts. Gehen wir mal da hoch. So, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Waren wir hier schon? Oder sieht hier einfach alles gleich aus? Nee, diese Stadt ist doch so detailliert. Das kann mir eigentlich gar nicht bekannt vorkommen. Da müssen wir schon gewesen sein. Definitiv. Oh, auf den Fahnenmast. Wow. Und zwischendurch gefallen. Ich bin so ein Held. Warum passiert sowas immer? Ich will den Dolch aus, ihr wisst schon, Prince of Persia. Dann wird so eine Scheiße nicht passieren. Dann müsste ich zumindest nicht. Das war eine gute Erfindung mal. Wenn einem da Scheiße widerfahren ist, dann hat man einfach gerade ein paar Sekunden zurückgespult und musste nicht hier alles nochmal machen. Und dann war es Aufgabe des Spielers, diesen Dolch auch voll zu halten. Sowas kann ich leben. Ich selber schuld bin, also richtig, richtig schuld bin, dass ich alles nochmal machen muss. Weil man bei jedem kleinen Fehler alles nochmal machen muss. Das passt mir irgendwie überhaupt nicht. Muss ich da überhaupt rüber? Gibt es nicht irgendwie einen anderen Weg, einen cooleren Weg? Vielleicht mit diesem Ei hier. Texturen dieser Leitern sind aber auch nicht unbedingt hilfreich. Okay, nehmen wir die hier. Sieht leichter aus. Sieht aber auch noch so aus. Verzieh dich! Danke. So, und dann hier hoch. Oh, eine Kiste. Feder. Okay, da kommt man aber auch nicht unbedingt einfacher da. Obwohl. Wo will ich überhaupt hin? Da auf den Turm, nicht? So, benutzen wir mal wieder kackfrech einfach die Hitboxen der Leitern. So, und dann sind wir auf dem Haus hier. Wo will ich nochmal hin? Da will ich hin. Da käme ich von da zumindest auf das Dach da. Also bin ich umsonst hier hochgekraxelt, weil ich eigentlich nur dahin muss. Sprinte doch, verdammt! Sprinte! Danke.